marschiert, getanzt, hatten eine super Zeit. Wir haben noch ein Bühnenprogramm vor uns, die nächsten Stunden. Bis 10 Uhr geht's weiter. Aber wie fühlt... Ah, jetzt sind wir wieder komplett. Ich bin super fertig, aber ich freue mich auf die nächsten Stunden und es wird am Ende ein Wahnsinnstag wieder gewesen sein. Eine Wahnsinns-Hanfparade und ich freue mich irgendwie jetzt schon auf die im nächsten Jahr. Wie geht's euch so? Wie fühlt ihr euch? Ich zuerst? Sorry. Also wie gesagt, meine Stimme ist ein bisschen lädiert. Aber es war geil. Also wenn das nur 8000 Leute waren, dann möchte ich mal sehen, wie sich 80.000 Leute anfühlen. Es war absolut fantastisch. Zurückzublicken runter Paul-Linke Ufer, beziehungsweise nicht Paul-Linke, sondern Elisabeth Lüders Haus, fast das gleiche. Und ich möchte die Gelegenheit aber vor allen Dingen für etwas nutzen, um mal Danke zu sagen. Denn vielleicht willst du erstmal, dann kann ich kurz noch mal durchschnaufen, wie deine Eindrücke waren von der 23. Hanfparade. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich wurde auf jeden Fall super positiv überrascht von der guten Stimmung und vor allem von den Leuten, mit denen ich heute gesprochen habe. Entweder, egal welche Altersgruppe, die Leute waren super interessiert, haben viele Fragen gestellt und also auch Leute von außerhalb kamen dazu und das fand ich super, super angenehm, dass sie interessiert waren und ganz ohne Vorurteile einfach nachgefragt haben und sich informiert haben. Ich glaube, heute ist hier definitiv Platz dafür und auch in die andere Richtung. Ich habe mit so vielen aufgeklärten Menschen gesprochen und es hat mir einfach gut getan, wenn man im Alltag sich so oft durchschlagen muss, beziehungsweise immer wieder aufs Neue Diskussionen eröffnen muss, warum Cannabis legalisiert werden sollte, was eigentlich schon längst klar sein sollte. Und ja, also es hat super, super gut getan. Entschuldigung, ich wollte jetzt gerade den Dankezettel übernehmen. Und zwar, ich möchte mich bei ganz vielen, oder wir möchten uns bei ganz vielen Menschen bedanken, die es möglich gemacht haben, dass über 8000 Menschen, denn das sind ja die offiziellen Zahlen und wie ihr wisst, gehen die gerne runter, bei über 8000 Menschen bedanken, dass wir uns, die das möglich gemacht haben. Und da das ganz, ganz viele sind, habe ich natürlich eine Liste mitgebracht. Als erstes, ich sehe ihn jetzt gerade nicht, aber ich bin mir sicher, dass er hier ist, Jeremy Stuppi. Er ist der Kopf hinter Weedup TV und Exzessiv TV. Ihr kennt den Patrick, den Edelkiffer. Und da sehe ich sie gerade. Ja, da sind sie. Vielen Dank, Leute. Ihr habt einen super Job gemacht. Vielen, vielen Dank. In das Gleiche, in die gleiche Richtung. Ich guck mal rüber, ob ich ihn sehe. Er hat heute ein schwarzes T-Shirt an. Sascha Waterkotte vom DRV. Alter, das war mehr als nice. Vielen, vielen Dank. Georg Wurth, der uns auch unterstützt hat mit dem Handverband und bei News genannt hat. Steffen Geier, der das Stage-Management gemacht hat. Martin Münchenberg, das Booking. Chrissy, die zu uns gestoßen ist wieder und die Moderation macht, genauso wie Thomas. Thomas, der die Helping Hands macht. Ich sehe ihn da vorne am Stand. Schaut euch, danke Thomas, du bist großartig, super. Ja. Ich möchte mich bei den Freundinnen und Freunden, bei den Helferinnen und Helfern der Berliner Polizei bedanken. Ich habe mit mehr als einem Dutzend Beamtinnen und Beamten gesprochen und alle unisono haben gesagt, was für eine entspannte Demonstration. Was für Leute liebevoll, sehr mit guten Manieren, ruhig. Und wir kamen natürlich auch auf das Thema, wie das so bei Fußballveranstaltungen aussieht. Und ich bin selber Fußballfan. Ich kann euch verraten, es ist anders. Die Helping Hands, die letzten drei Tage in der Kulturbotschaft. Die Helping Hands heute, es sind ein paar, die ich nenne. Tom, Katrin, Tomek, ja, das sind Leute, die da gewesen sind bei den Messen, bei den Ständen, die wir auf dem Mottstraßenfest hatten. Ein besonderer Dank an Daniel Stinsen von 420 Berlin. Alter, ich weiß gerade nicht, wo du bist, aber wahrscheinlich im Medizinbereich. So geil, wie du da die Flüstertüte bedient hast. Ja, eigentlich müsste man sagen, Daniel Stinsen. Vielen, vielen Dank.
auch die Leute, und die werden viel zu wenig genannt, vom Orga-Team der Hanfparade. Als da sind Doro, Luzi, Hans, Greg, Tribbel, Diamantis. Das sind alles Leute, die sich in stundenlanger Arbeit ganz, ganz viel Mühe geben, damit wir uns einmal im Jahr hier treffen, um der Politik, die gerade regiert, zu fragen oder zu sagen, lest zwischen den Zeilen, Leute, lest zwischen den Zeilen. Ich möchte mich noch bei Arvid bedanken, der den Backstage-Bereich kulinarisch versorgt. Und bei drei, man muss Leute zum Schluss nehmen, die man besonders nennt. Wo ist Ferdinand, unser Versammlungsleiter? Großartiger Job, Ferdinand, die letzten Tage mit dir. Du hast einen geilen, geilen Job gemacht. Vielen, vielen Dank. Philine, deine Moderation, dein Plan für die Moderation war Weltklasse, ist Weltklasse. Und als, finde ich, da bin ich am meisten persönlich dankbar. Max Karau, wo ist er? Ich weiß nicht, hoffentlich auch im Medizinbereich oder sonst wo. Du hast hier so viel auf die Beine gestellt mit Ferdinand zusammen die letzten Tage. Vielen, vielen Dank. Das waren jetzt ziemlich viele Danksagungen, was aber noch lange nicht heißt, dass wir am Ende sind. Wir haben nämlich noch ein ziemlich volles Programm, was sich heute wahrscheinlich bis um 10 ziehen wird. Es wird noch viele Rednerinnen und Redner geben und wir haben auch ein ziemliches Musikprogramm für euch vorbereitet. Wir werden anfangen mit Reggae, es wird enden mit Hip-Hop und dazwischen wird es auch mal ziemlich poppig, weil Calcha Candela hierher auf die Bühne kommen wird. Und es wird noch ein Special Act geben, zu dem ich jetzt aber noch nicht zu viel vorwegnehmen möchte, worauf ich aber sehr gespannt bin.